Tim, erstmal Glückwunsch, super Spiel gemacht, ohne vier hier angereist beim Tabellenzweiten. Und was war dann los? Was haben wir hier für ein Spiel gesehen? Ja, wir wollten einfach Gas geben, egal was die Umstände sind. Wir wollten zusammenstehen, wir wollten hier einen Kampf abliefern. Wir wussten, ja, in so einer Situation kann alles passieren. Ich habe auch schon früher mal in St. Louis mit dem Atsus Devic als Spieler damals sogar noch dann Punkte geholt. Wer weiß, ob das hier auch möglich gewesen wäre. Ich denke, wir haben Vollgas gegeben, haben alles reingehauen und am Ende, klar, jetzt ist es schade, dass wir leer ausgehen, aber wir haben hier überall Lob bekommen, klasse gekämpft, das haben wir leider schon zu oft gesagt, am Ende zählen natürlich nur die Punkte und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch ausgegangen, ich denke, mit drei Toren oder ja, natürlich dann eventuell ein Punkt wäre am besten gewesen, aber ja, ich denke, von der Einstellung her, von den Emotionen, was wir abgeliefert haben, können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und darauf jetzt die nächsten Spiele, die kommen, aufbauen. Du sagst es am Ende ein bisschen unter Wert geschlagen, viel Lob wieder bekommen. Haben wir zu oft schon gehört. Was kann man jetzt dann trotzdem mitnehmen? Auftrieb für Eisenach, genau das, nochmal spielen wird das Ziel sein. Genau so wird es sein. Wir haben jetzt hier, es war wichtig, hier mit einer guten, mit einem guten Feedback, sag ich jetzt einfach mal, hier rauszukommen. Klar, ein Sieg wäre am schönsten, aber ich denke, wir haben uns hier gut verkauft, haben uns Selbstvertrauen holen können für die nächsten Spiele und das wäre hier klar, in Hamm wäre Zusatzpunkte gewesen, aber jetzt geht es gegen die direkten Konkurrenten, dass wir da Punkte holen und ich denke, wenn wir so weitermachen, jetzt so weiter Gas geben, dann auch mit den vier, die jetzt gefehlt haben eventuell, dann bin ich ja guten Dingens, dass wir da auf jeden Fall Punkte holen, vor allem dann auch daheim. Wir haben hier zwar auch schon super Unterstützung gehabt, aber daheim ist dann doch nochmal ein bisschen mehr Hexenkessel und ja, dann kriegen wir es. Und du bist offensichtlich fit, 6 von 6, das Knie hält. Ja, das Knie hat sich heute echt gut angefühlt. Ich wusste auch, unter der Woche war es so ein bisschen Fragezeichen, ich wusste auch, jetzt werde ich gebraucht und da will ich einfach meinen Mann stehen. Ich will für die Mannschaft dann da sein. Dass es heute so gut klappt, bin ich natürlich umso glücklicher. Und ja, für mich ist natürlich schön, dass es so gut funktioniert hat, aber am Ende zählt halt die Mannschaft. Und da wären mir natürlich Punkte lieber gewesen. Ich hätte auch lieber 5 Tore weniger geworfen, aber ja, ist jetzt so. Und am Samstag, erstes Heimspiel jetzt seit 2 Monaten, dann brennt die Schänzlehölle wieder und da gibt es jetzt gar nichts anderes. Die 2 Punkte, die sind jetzt unser. Ja, also da bin ich voll bei dir. Da müssen wir einfach Vollgas wieder geben mit den Emotionen, mit der Einstellung, dann noch die fehlenden dazu. Dann bin ich guten Dingens, dass wir haben in Eisenach schon gut gespielt und mit den Fans im Rücken müssen wir einfach auch die Punkte holen. Wir können nicht wieder hier rauslaufen und jeder sagt, ja, gut gespielt, am Ende reicht es halt nicht. Sondern wir brauchen einfach die Punkte, weil die zählen am Ende und dann kriegt man es hin. Also viel Erfolg, danke Tim. Danke.